können wahr werden. Und heute hast du auf andere eine starke Ausstrahlung. Danke. Dich meine ich doch nicht. Das ist Quentins Horoskop. Ach so. Hey. Ach nö. Bei mir steht, du solltest dir heute nicht zu viel vornehmen. Ach, Tess, das ist doch alles Aberglaube mit diesen Zeitungshoroskopen. Na, hör mal. Die Menschen richten sich schon seit Jahrtausenden nach den Sternen. Ja, aber vor allem um Schiffe zu navigieren, um Kalender zu berechnen und... Oh ja, so welche mit Horoskop für jeden Tag? So einen brauche ich unbedingt. Tess, stand da nicht gerade, du solltest dir heute nicht zu viel vornehmen? Lass uns lieber mal in eine richtige Sternwarte schauen. Wünsche könnten wahr werden. Da sieht man's wieder. Genauso stand's in Quentins Horoskop. Wenn wir nachts vor die Haustür gehen und in den klaren Himmel schauen, sehen wir sie. Die Sterne. Am Nachthimmel sehen wir tausende und abertausende kleine Lichtpunkte. Felix und Peter wollen diese Himmelskörper mit einem Teleskop genauer betrachten. So können sie noch deutlicher als mit dem bloßen Auge ganz bestimmte Sternenkonstellationen sehen. Diesen Gruppen von Sternen haben Menschen schon vor langer Zeit Namen gegeben. Man spricht von Sternbildern. Zum Beispiel das Sternbild des Orion, benannt nach einem berühmten Jäger der griechischen Mythologie. Oder das Sternbild Cassiopeia, benannt nach einer griechischen Göttin. Es besteht aus 5 Sternen. Es zeigt sich der Buchstabe W, wenn man diese Sterne mit einer gedachten Linie verbindet. Sehr bekannt sind diese 7 Sterne. Sie bilden den großen Wagen. Und ein Himmelskörper hilft den Menschen seit Anbeginn bei der Orientierung. Es ist der Polarstern. Während sich im Laufe einer Nacht der gesamte Sternenhimmel dreht, steht er stets an derselben Stelle. Er weist immer genau in die gleiche Richtung, nach Norden, wie ein Kompass. Aber was sind Sterne eigentlich? Könnte man zum nächstgelegenen Stern reisen, würde man sofort erkennen, ein Stern ist nichts anderes als eine ferne Sonne. Also ein lodernder, hell leuchtender Feuerball. Sie sind so wie unsere Sonne entstanden. Es begann mit einem Knall. Vor über 4 Milliarden Jahren explodierte ein alter Stern. Das war der Startschuss für die Entstehung unserer Sonne und unseres Planetensystems. Die Wucht der Explosion drückte eine Wolke aus Staub derart zusammen, dass sie sich verdichtete und sich zu drehen begann. Mehr und mehr zog sich diese Wolke zusammen, bildete einen heißen Kern und am Rand große Gesteinsbrocken. Aus dem heißen Kern entstand schließlich unsere Sonne aus loderndem Gas. Aus den Brocken am Rand formten sich die Planeten unseres Sonnensystems. Einschließlich unserer Erde. Wer die Sterne studieren will, muss dazu nicht bei klarem Himmel in die kalte Nacht hinaus. Planetarien ermöglichen es uns, die Sterne ganz gemütlich auch bei Tag zu erforschen. Im Innern eines Planetariums befindet sich ein Saal mit einer großen Kuppel. Diese ist sozusagen das Himmelsgewölbe.
Durch einen Projektor mit besonderem Linsensystem werden Bilder der Sterne an die Kuppel geworfen. Jedes einzelne dieser kleinen Augen projiziert einen Teil des Sternenhimmels nach oben in die Kuppel. Über dieses Steuerpult wird der Projektor bedient. Von hier aus kann er in jede Richtung gedreht werden, um den Sternenhimmel an der Decke erscheinen zu lassen. Wenn dann das Licht ausgeht, breitet sich ein herrlicher Sternenhimmel aus. Es ist zwar nicht der echte Nachthimmel, er sieht aber genauso aus. Felix und Peter haben sich den Sternenhimmel nach Hause geholt. Es gibt kleine Planetarien, die mit einem starken Licht ein Dia unseres Sternenhimmels an die Decke des heimischen Wohnzimmers projizieren. Wer jedoch den echten Sternenhimmel erkunden will, muss hoch hinaus. Zum Beispiel auf einen über 2000 Meter hohen Berg in Spanien. Hier steht das Cala Alto Observatorium. Hier arbeitet Jesus Lopez. Er ist Astronom, also Himmels- und Sternforscher, und blickt mit seinen Kollegen jede Nacht in den Himmel. So auch heute. Letzte Vorbereitungen werden getroffen, bevor es losgehen kann. Von der Kommandozentrale aus steuert Jesus Lopez das 120 Millionen Euro teure Gerät. Er gibt in einen Computer ein, auf welche Region am Himmel sich das Teleskop richten soll. Mit einem Knopfdruck setzt er das 160 Tonnen schwere Teleskop in Bewegung. Und nicht nur das Teleskop bewegt sich, die ganze Decke dreht sich ebenfalls in die gewünschte Position. Die Endposition ist erreicht. Jetzt heißt es: Licht aus, Kuppel auf. Und los geht die Reise zu fernen Sonnensystemen. Hier in der Sternwarte haben wir gleich den totalen Durchblick. Du wirst begeistert sein, Tess. Tausende, Millionen von Sternen. Na, die Sterne sind mir Schnuppe. Sternschnuppen gibt's natürlich auch. Und bei jeder darf man sich ja was wünschen. Stimmt. Das hatte ich ja ganz vergessen. Manche halten das natürlich nur für Aberglaube. Aber... Quatsch! Lass uns schnell da reingehen. Ich weiß schon mindestens vier Sachen, die ich mir wünsche. Wow, das war ja fast schon Lichtgeschwindigkeit. Wartet! Eine der großen Fragen, die Astronomen beschäftigt, lautet: Gibt es in den unendlichen Weiten des Alls Leben? Wenn man nach außerirdischem Leben sucht, lohnt sich zunächst ein Blick auf unser eigenes Sonnensystem. Warum sollte nur auf unserer Erde Leben entstanden sein? Warum nicht auch auf einem der anderen sieben Planeten, die wie die Erde unsere lebensspendende Sonne umkreisen? Die Namen dieser Planeten kann man sich durch eine einfache Eselsbrücke einprägen. Jeder erste Buchstabe dieses Satzes steht für den eines Planeten. Mein. Das M steht für den Planeten Merkur. Vater, V, für Venus.
Erklärt, E für Erde. Mir, M für Mars. Jeden, J für Jupiter. Sonntag, S für Saturn. Unseren, U für Uranus. Nachthimmel, N für Neptun. Zusammen ergibt das den Satz: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Unsere Erde ist von der Sonne aus betrachtet der dritte Planet. Am nächsten zur Sonne stehen die Planeten Merkur und Venus. Kann es auf ihnen Leben geben? Der Planet Merkur ist zwar 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, aber das ist viel zu nah. Die Sonne heizt den Planeten so ein, dass hier Leben unmöglich ist. Auch die Venus ist viel zu heiß. Sie ist zwar wie die Erde von einer Atmosphäre umhüllt, aber atmen kann man hier nicht. Leben ist also auch hier unmöglich. An unserem Sternenhimmel zeigt sich die Venus als wunderschöner Himmelskörper, dem sogenannten Abendstern. Reisen wir von der Erde aus weiter nach draußen ins All, treffen wir auf den Mars. Gibt es auf ihm vielleicht tatsächlich die berühmten kleinen grünen Marsmännchen? Raumsonden haben den Mars gründlich erforscht. Die Aufnahmen der Sonden zeigen erloschene Vulkane, tiefe Schluchten und von Kratern übersäte Wüstenlandschaften. Auf dem Mars muss es früher allerdings auch einmal große Flüsse gegeben haben. Und wenn es Flüsse gab, heißt das, hier floss einmal lebensspendendes Wasser. Möglicherweise gab es auf dem Mars einmal einfache Lebensformen. Doch eines ist sicher: Heute ist der Mars völlig leblos. Nachts ist es hier minus 100 Grad kalt. Je weiter Planeten von der wärmenden Sonne entfernt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, Lebensformen zu finden. Auch auf Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun gibt es kein Leben. Stern. Extraklasse finde ich ja auch die ausgefallenen Namen von den Sternen. Bellatrix zum Beispiel oder Tanja Borealis oder Sirius. Mir gefällt Etamin am besten. Das klingt wie ein leckeres Erfrischungsgetränk. Etamin. Und das ist dein Lieblingsname, Quentin? Verstehst du, was er meint? Hörte sich wie Gromium an. Es gibt einen Stern, der heißt Gromium. Vielleicht ist das sein Lieblingsname. Gromium? Bingo! Wenn wir unser Sonnensystem verlassen und in die Tiefen des Weltalls reisen, stoßen wir auf weitere Sterne. Und am äußeren Rand unseres Sonnensystems vermutet der Astronom Hendrik Ort eine Wolke, die nach ihm benannt wurde. Die Ortsche Wolke scheint unser Sonnensystem einzuhüllen. So wie in dieser Computeranimation könnte die Wolke aussehen. Ein riesiger Gürtel aus umhertreibenden Gesteins- und Eisblöcken.
Manche haben die Ausmaße einer Großstadt. Diese riesigen Brocken kann man selbst mit dem besten Teleskop von der Erde aus nicht erkennen. Doch woher weiß man, dass es solche Trümmer überhaupt gibt? Aus den Tiefen des Alls verirrt sich manchmal so ein Brocken in Erdnähe. Fliegt er auf seiner Bahn nahe der Sonne vorbei, wird er zum Kometen. Einige kann man dann sogar mit bloßem Auge sehen, weil sie einen leuchtenden Schweif haben. Im Sommer 1994 schlugen mehrere solcher Brocken auf die Oberfläche des Jupiters ein. Mit über 210.000 Stundenkilometern. Für die Astronomen eine einmalige Gelegenheit, die unglaubliche Zerstörungskraft dieser gewaltigen Geschosse zu erforschen. Es stellte sich heraus, die dunklen Flecken auf der Oberfläche des Planeten hatten die Größe der Erde. Es passiert zwar äußerst selten, aber Brocken wie diese können auch auf die Erde stürzen. Vor etwa 15 Millionen Jahren, lange bevor es Menschen gab, steuerte ein solches Geschoss auf unsere Erde zu. Es schlug auf einem Gebiet ein, in dem heute Deutschland liegt. Die Explosion löschte alles Leben im Umkreis von Hunderten von Kilometern aus. Da, wo heute das kleine Städtchen Nördlingen liegt, hinterließ der Einschlag einen 500 Meter tiefen Krater. Vor den meisten Bomben aus dem All beschützt uns glücklicherweise der Planet Jupiter. Wegen seiner enormen Masse zieht er die Brocken in seine Richtung. Forscher nehmen an, ohne den Jupiter würde alle 100.000 Jahre ein Himmelskörper auf die Erde stürzen. Oh, schon wieder eine Sternschnuppe. Ich glaube, ich wünsche mir zur Sicherheit nochmal das Gleiche. Und ich glaube, Quentin wünscht sich, auch mal durchschauen zu dürfen. Mir wäre ja lieber, man bekäme bei Sternschnuppen nicht Wünsche erfüllt, sondern Fragen beantwortet. Zum Beispiel, ob es da draußen irgendwo Leben gibt, wie bei uns. Bei so vielen Sternen? Muss es doch mindestens einen geben, auf dem Wesen wie wir leben. Und wahrscheinlich schauen die da oben auch gerade ins All und denken sich das Gleiche. Tch, irre Gedanke. Hey, Quentin, hast du etwa unseren Bruderplaneten entdeckt? Ich glaube eher eine Sternschnuppe. Der wünscht gerade ganz doll. Guck mal. Astronomen sind sich fast sicher, dass es in unserem Sonnensystem kein Leben gibt, außer auf der Erde. Aber vielleicht außerhalb unseres Sonnensystems? Um dieser Frage nachzugehen, muss man in die Tiefen des Weltalls blicken. Zum Beispiel mit dem riesigen Teleskop in Cala Alto in Spanien. Felix und Peter dürfen sich das Teleskop aus der Nähe anschauen und sind beeindruckt. Das Teleskop ist so groß, dass es sich über mehrere Stockwerke erstreckt. An einem Ende sitzt eine hochempfindliche Kamera. Das
Das wichtigste Bauteil aber zeigt sich erst, wenn die Forscher das Teleskop ausgerichtet haben. Schutzlamellen öffnen sich und geben den Blick auf das Herzstück des Teleskops frei. Ein 3,5 Meter großer Hohlspiegel. Durch ihn und die Kamera wird jeder Lichtpunkt aus dem All weit über das Tausendfache vergrößert. Der Spiegel reflektiert das Licht an die Kamera und die leitet das Bild in die Computer der Astronomen. Dort kann Jesus Lopez die Aufnahmen aus dem Weltall betrachten und auswerten. Wenn ihm etwas interessant erscheint, schickt er die Fotos und Filme zu Kollegen auf der ganzen Welt. Nachdem sich Felix und Peter das Teleskop angeschaut haben, gehen sie zu Jesus Lopez in die Kommandozentrale. Er zeigt den beiden die Aufnahmen, die er heute gemacht hat. Darauf sind Sterne zu sehen, von denen manche vielleicht schon gar nicht mehr existieren. Denn das Licht, das sie ausgesendet haben, braucht viele Jahre, bis es die Erde erreicht. So sehen wir manchmal Sterne, die schon längst erloschen sind. Mit dem Teleskop erkennt man nicht nur Sterne und Planeten. In den Tiefen des Alls wimmelt es von Gasnebeln und unzähligen anderen Galaxien. So gute Aufnahmen kann das Teleskop in Cala Alto nicht immer machen. Oft ist die Station über mehrere Tage in Wolken gehüllt und der Blick versperrt. Um noch mehr und genauer sehen zu können, entschloss man sich 1990, mit einem Space Shuttle ein Observatorium im All zu stationieren. Das Hubble Space Teleskop, kurz Hubble, nach dem Astronom Edwin Hubble benannt. Das Hubble ist ein gewaltiges Spiegelteleskop, das als Satellit die Erde umkreist. Es liefert viel bessere Bilder als jedes Observatorium auf der Erde. Die ersten Aufnahmen überraschten die Forscher. Das All ist nicht nur schwarz mit einzelnen leuchtenden Sternen. Gewaltige, farbig leuchtende Nebel durchziehen das Weltall. Es sind Geburtsorte neuer Sterne und Planetensysteme. Hubble schaut über die Grenzen unserer Galaxie hinaus und entdeckt neue Galaxien. Doch was ist eigentlich eine Galaxie? Am einfachsten lässt sich dies an unserer eigenen Galaxie erklären. Wenn wir von der Erde aus ins All schauen, erkennen wir einen deutlichen hellen Schleier. Es ist die Milchstraße. Lange war es ein Rätsel, was dieser Schleier eigentlich ist. Heute weiß man, dieser Schleier ist eine Wolke aus 200 Milliarden leuchtender Sterne, also Sonnen verschiedenster Größen. Unsere Sonne ist nur ein winziger Stern innerhalb der Milchstraße. Ein solcher Sternenhaufen wie die Milchstraße wird auch Galaxie genannt. Das ganze Universum besteht aus einer Vielzahl von Galaxien. Unsere eigene Galaxie können Felix und Peter sogar mit ihrem einfachen Teleskop bestaunen. Boah, ich glaube, ich habe mich ein bisschen überwünscht. Lass uns gehen. Warte noch. Vielleicht entdecke ich gleich einen ganz neuen Stern, den noch niemand kennt. Für den darf ich mir dann den Namen ausdenken. Der helle Theo zum Beispiel. Oder Theo der Große. Klingt eher wie ein König. Dann eben auf Latein. Stella Theodorus. Hey, was ist das denn? Zeig mal. Oh,
Das sieht mir eher nach Stella Quentinismus aus. Seit fast 20 Jahren sucht das Hubble-Teleskop nun schon in den Tiefen des Weltalls nach neuen Sternen und Planeten. 150 neue Planeten wurden inzwischen entdeckt. Planeten, die sich weit, weit außerhalb unseres eigenen Sonnensystems befinden. Bei vielen ist klar, auf ihnen kann es kein Leben geben. Doch der ein oder andere weist Eigenschaften auf, die das Herz der Forscher höher schlagen lässt. Auf ihnen könnte sich durchaus Leben entwickelt haben. Sie könnten aussehen wie unser eigener blauer Planet und intelligentes Leben haben. Die Frage ist nur, ob es uns eines fernen Tages gelingen wird, zu diesen Welten zu reisen, um sie zu erforschen. Das Problem: Eine Reise allein zu den nächsten Sternen dauert Hunderte oder Tausende von Jahren. Auf einer so langen Reise müsste die Mannschaft eines Raumschiffs in eine Art Schlaf versetzt werden, damit sie unbeschadet am Ziel ankommt. Erst nach dieser unglaublich langen Zeit könnte es ihnen vielleicht gelingen, Kontakt zu außerirdischen Lebensformen aufzunehmen. Die Reise zu fernen Planeten und Sternen wird wohl ein Menschheitstraum bleiben. Ein Traum, der nicht nur die Fantasie von Science-Fiction-Autoren beflügelt. Es ist ein Traum, den auch Forscher träumen. Egal, wie alt sie sind. Einen neuen Stern zu entdecken ist ja ein netter Wunsch. Aber noch besser ist doch, einer zu sein. Ein Star. Tessie Stella. Na, das wäre doch ein guter Künstlername. Tessie Stella. Ich würde dich auch zu meinem Entdecker ernennen. Sag bloß, das war's, was du dir die ganze Zeit bei den Sternschnuppen gewünscht hast. Das darf ich nicht sagen, sonst wird's nicht wahr. Quentin? Hey! Quentins Wunsch scheint gerade in Erfüllung gegangen zu sein. Na, kein Wunder bei seinem Horoskop für heute. Und vor allem kann er über seine Wünsche schweigen. Das schafft nicht jeder, liebe Tessie Stella. Ja.